Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Teil unserer Topspin-Serie. Heute mit dem ersten praktischen Teil. Viel Spaß beim Video. Ich begrüße euch wieder und freue mich, dass ihr wieder dabei seid bei unserer Topspin-Serie. Und heute fangen wir an mit unserem ersten praktischen Teil, unserer ersten praktischen Übung und das Ganze direkt mit einer Challenge. Wir haben ja so angefangen, dass wir erstmal den Schwung erklärt haben. Der ist heute ganz wichtig, damit werden wir arbeiten und den Griff. Das ist das Erste, worauf wir jetzt achten sollten. Der Griff wird zwar heute am Herz sein, das heißt, wir fassen sehr weit oben, aber ihr solltet schon den richtigen Griff wählen, und zwar den Eastern Griff oder den Semi-Western Griff. Ja, den habt ihr schon mal, dann fassen wir oben am Herz an und dann wollen wir jetzt einmal wirklich den Schwung durchgehen und das in der Praxis. Wir werden es jetzt so machen, dass wir, wie gerade gesagt, am Herz starten, den Schläger tief fallen lassen, das heißt, die Schlägerspitze zeigt schon zum Boden, dann werfen wir uns selber einen Ball an und versuchen wirklich nur in dieser vertikalen Bewegung zu arbeiten, um den Spin zu erzeugen. Das machen wir hier vorne 1 bis 2 Meter im T-Feld und versuchen erstmal Bälle mit einer hohen Flugkurve zu erzeugen, die wirklich stark nach vertikal oben beschleunigt werden und wenig nach vorne. Das Ganze würde dann so aussehen, und zwar halte ich jetzt wieder hier am Herz, gehe so ein bisschen ins T rein, lasse mir den Ball fallen, das heißt, ich halte schon den Schläger hier unten, fallen lassen, zack. Und dann habe ich eine hohe Flugkurve, 1 bis 2 Meter über dem Netz. Und der Ball hat diesen Bogen, den wir haben wollen. Und ihr seht eigentlich von der Bewegung her, ist es ein Dreiviertelkreis, den wir erzeugen. Und genau das wollen wir jetzt erstmal in dieser Übung haben. Das heißt, versucht den Ball möglichst etwas weiter vor euch zu werfen. Keine großartige Bewegung oder Schwungbewegung nach vorne und keine Ausholbewegung, sondern wirklich nur Schlägerspitze zeigt nach unten und explosive Beschleunigung nach vertikal oben. Und dann kommt auch schon die Challenge, die wir für euch haben. Und zwar sollt ihr versuchen, wenn ihr jetzt 1 bis 2 Meter hier im Feld steht, dass ihr den Spin so stark beschleunigt, dass ihr zwar die 1 bis 2 Meter über dem Netz habt, der Ball dennoch im T-Feld landen soll. Und das machen wir jetzt direkt. Das heißt, wir nehmen uns wieder den Ball, lassen fallen, Schlägerspitze zeigt nach unten und starke Beschleunigung nach oben. Der Ball hat eine starke Krümmung in der Flugkurve und landet trotzdem drüben im T-Feld. Und ihr solltet dabei auch ganz klar erkennen, dass der Ball sich schnell nach vorne dreht, also eine Rotation nach vorne hat. Was ihr nicht machen solltet, ist, dass ihr jetzt versucht, die Höhe zu erreichen, indem ihr den Schläger öffnet. Das Problem hatten wir letztes Mal, als wir das Ganze mit Ilka aufgenommen haben. Da zeigen wir euch jetzt gleich auch noch ein paar Aufnahmen, wie es dann ausgesehen hat. Und hier seht ihr das Ganze nochmal, und zwar beim Treffpunkt ist die Schlagfläche hier viel zu sehr geöffnet. Das heißt, wir erreichen die Höhe durch eine offene Schlagfläche und nicht durch die Schwungbewegung für den Topspin. Da möchten wir wirklich versuchen, dass der Schläger möglichst senkrecht steht oder vielleicht 1 bis 2 bis 3 Grad nach vorne geneigt, dass die Schlägerfläche eher geschlossen ist als geöffnet. Weil wenn ihr die Schlägerfläche geöffnet habt, kommt zwar die Höhe, aber der Drall kommt nicht so sehr zu tragen. Warum das damals so war, ist, weil wir da schon mit einem falschen Griff angefangen haben und sich dadurch die Schlägerfläche öffnen musste. So, jetzt habt ihr das einmal gesehen und das Gleiche zeigen wir euch jetzt nochmal von der Seite, damit ihr sehen könnt, wie das aussieht. Und jetzt machen wir das Ganze nochmal von der Seite, damit ihr wirklich seht, wir versuchen wenig nach vorne zu schwingen, sondern sehr stark den Schläger vertikal nach oben zu beschleunigen. Hier sehen wir es nochmal, Schlägerspitze wieder nach unten und starke Beschleunigung nach oben. Und nochmal. Ja, und ihr seht, diese Flugkurve, die wir vorhin auch erzeugt haben, erzeugen wir jetzt durch die schnelle Bewegung, durch diese kreisförmige Bewegung, die wir hier haben. Und was ihr vielleicht noch gesehen habt, ist, dass wir jetzt bei dieser Übung wenig Körpereinsatz haben. Also wir lassen die Beine erstmal außen vor, wir lassen die Hüfte außen vor. Die Oberkörperrotation ist nicht primär im Fokus, sondern wir wollen wirklich isoliert die Bewegung nach oben trainieren, aus dem Arm raus, aus der Unterarmdrehung. Das ist das Hauptziel, das wir jetzt bei dieser Übung haben. Das soll es dann heute auch erstmal für diesen ersten Teil gewesen sein.
unsere erste praktische Übung, die ihr jetzt ausprobieren könnt. In den folgenden Tagen werden wieder weitere Progressionen davon kommen. Wir haben außerdem noch ein anderes Video gemacht über den Forehand Topspin. Das werde ich euch hier oder hier oben nochmal verlinken. Da könnt ihr auch schon mal reinschauen. Da sind zwei coole Übungen bei. Und dann steht für euch die Challenge bereit. Macht die Challenge, wenn ihr den Topspin lernen wollt. Schreibt uns in die Kommentare, wie die Challenge gelaufen ist, ob ihr es geschafft habt, aus dem T-Feld hoch übers Netz so zu schlagen, dass der Ball mit einer starken, gekrümmten Flugkurve trotzdem noch im T-Feld landet. Und dann bedanke ich mich bei euch fürs Zusehen wieder mal. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, Daumen nach oben hier lassen, Abo hier lassen auf diesem Kanal. Und dann sehen wir uns im nächsten Teil, im Teil 5 unserer Forehand-Topspin-Serie.